Hallo und herzlich willkommen. Und bevor ich jetzt hier mit dem Video anfange, möchte ich mich erst einmal ganz herzlich für die Spenden und Unterstützung bedanken. Damit ich es nicht vergesse, gleich hier am Anfang habe ich mir nämlich diesmal extra aufgeschrieben. Die benötigten Daten für Spenden oder eine Unterstützung für meine Arbeit stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt zum Video. Meine letzten beiden Videos haben sich ja mit dem Thema befasst Wilhelm Reich und dem Unterschied zwischen dem mechanistisch oder mystischen Denken, also dem konditionierten, künstlichen, programmierten Denken und dem natürlich funktionalen Denken. Da haben wir auch festgestellt, dass unser Gehirn, also unser Denken, im Durchschnitt 70% unserer Lebensenergie verbraucht, so im Durchschnitt. Und wenn wir grübeln, uns Sorgen machen oder im Stress sind, dann sogar noch mehr. Eigentlich müsste man ja meinen, dass wir einem Organ, das so viel Lebensenergie verbraucht, auch entsprechende Aufmerksamkeit schenken, ob dieses Organ überhaupt effektiv und wirkungsvoll für uns arbeitet. Also immer unterstützend, aufbauend und lebensfördernd. Aber obwohl wir fast den ganzen Tag pausenlos denken, befassen wir uns mit diesem Organ und mit dem Denken fast nie. Wir schenken also wesentlich mehr Aufmerksamkeit unserem Magen oder wenn uns mal die Leber zwickt oder die Milz oder irgendein anderes Organ und sei es nur der Blinddarm. Aber mit dem Gehirn und dem Denken, da befassen wir uns fast nie. Da achten wir nie darauf, ob das auch lebensförderlich und effektiv arbeitet. Und in meinen beiden letzten Videos zu Wilhelm Reich und dem natürlich funktionalen Denken haben wir festgestellt, dass unser Denken, wenn er so programmiert, künstlich und mechanistisch abläuft, fast immer lebensbehindernd oder sogar lebensblockierend wirkt. Also äußerst ineffektiv ist. Obwohl gerade dieses Organ die mit Abstand allermeiste Lebensenergie am Tag von uns verbraucht. Es wird ja in der Wissenschaft davon ausgegangen, dass wir so am Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken denken. Und dass die allermeisten Gedanken Wiederholungen sind. Also immer wieder Kopien von Kopien von Kopien. Und dass im Durchschnitt ca. 80% dieser Gedanken negativ sind. Und negative Gedanken sind immer auch lebensbehindernd. Wenn unser Gehirn also so deutlich sichtbar ineffektiv arbeitet, durch das mechanistische oder mystische, also das künstliche programmierte Denken, woher kommt es dann, dass wir dennoch den ganzen Tag fast pausenlos denken? Obwohl ja das Ziel des Gehirns ist, das Denken einzustellen oder möglichst zu reduzieren, um eben möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Weil das ist ja ein Gesetz, was alles in der Natur, jede einzelne Zelle befolgt, natürlich auch unser Gehirn. Alles strebt danach, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und dennoch optimal zu funktionieren. Dem Grund für dieses pausenlose, wenn auch völlig ineffektive Denken, dem Grund können wir auf die Spur kommen, wenn wir einfach mal unsere Denkrichtung beobachten. Denn dann werden wir feststellen, dass unser Denken aus den Instinkten heraus entstanden ist. Das ist so logisch. Unsere Instinkte, die Urinstinkte des Lebens, der Biologie, nach der auch jede Zelle funktioniert, war natürlich wesentlich eher da als unser Gehirn und unser Denken. Also hat sich das Gehirn und das Denken, als es sich gebildet hat, an den Instinkten orientiert und ist als Verbesserung dafür daraus erwachsen. Wenn du einfach mal so deine Gedanken ein oder zwei Tage lang beobachtest und einfach nur so auf die Richtung des Denkens achtest, dann wirst du feststellen, dass es immer die drei gleichen Richtungen sind. Und zwar die gleichen Richtungen, in die auch
die wesentlich älteren Richtungen ging, die aus den reinen Instinkten als Reaktion resultiert haben. Nämlich es geht immer in Richtung Kampf, in Richtung Flucht oder in Richtung Todstellen, auch unser Denken. Achte mal darauf, wirst du verblüfft sein. Das kann man sehr schnell im Denken bemerken, dass es immer in die Richtung geht, oh, wir müssen etwas angreifen, oder wir würden am liebsten innerlich davor fliehen, oder wir ignorieren das einfach, stellen uns tot. Achte mal darauf, wie Sie feststellen, sind immer diese gleichen Richtungen, diese drei, die da zugrunde liegen. Bei jedem Gedanken ist es eine von diesen drei Möglichkeiten. Und zwar immer, bei jedem Gedanken. Es gibt aber noch eine vierte Möglichkeit, und das wäre eigentlich in der heutigen Zeit das natürliche, funktionale Denken. Aber da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, da mache ich ein anderes Video zu. Hier geht es ja erstmal darum, woher es kommen könnte, dass wir pausenlos denken, obwohl unser Denken trotz des hohen Energieverbrauches völlig ineffektiv ist. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass uns Denken, also dieses abstrakte Denken, diese inneren Vorstellungen, ein scheinbares Sicherheitsgefühl geben. Ich sage extra ein scheinbares, weil das stimmt nicht, das ist ein Irrglauben. Sehen wir uns mal kurz an, wie das Denken entstanden ist. Der Mensch war ja auch schon vorher, bevor er so abstrakt denken konnte, da als Lebewesen. Und irgendwann hat er vielleicht das Denken entdeckt als zusätzliches Werkzeug, als Unterstützung für die Instinkte. Dann konnte er anfangen, sich innerlich etwas vorzustellen, was nicht im Hier und Jetzt war, sondern was in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort war. Er konnte sich also innere Vorstellungen machen. Er konnte sich auf einmal im Kopf mehrere Möglichkeiten vorstellen, auch Gefahrensituationen, denn es ging immer um das Überleben, ohne sich in Wirklichkeit diesen Gefahren aussetzen zu müssen. Und das hat natürlich seine Überlebenssicherheit gefördert, gesteigert. Und am Anfang war es vielleicht so, wie ich das hier grafisch eingezeichnet habe, dass es nur ein kleiner Teil von dem 24-Stunden-Tag war, was ich hier rot eingezeichnet habe, wo er sich mit diesem abstrakten Denken befasst hat, um sein Überleben sicherer zu machen, weil er sich eben mehrere Möglichkeiten ausdenken konnte. Vielleicht hat er in der Anfangsphase dieses neue Werkzeug, also diese abstrakte Vorstellung, das Denken, nur eine Stunde am Tag benötigt und hat dann eben die restliche Zeit ein ganz lebendiges Dasein im Hier und Jetzt gelebt. Und vielleicht hat er irgendwann gemerkt, oh, mein neues Werkzeug, diese abstrakte Vorstellung verschiedener Möglichkeiten, erhöht meine Überlebenssicherheit ja gewaltig. Und ist, weil es ja um das Überleben ging, angefangen, diesen Bereich des abstrakten Denkens, diesen Zeitraum am Tag immer mehr auszudehnen. Frei nach dem Motto, je mehr ich diesen Zeitraum des abstrakten Denkens ausdehne und mir immer mehr Möglichkeiten vorstelle, desto sicherer ist mein Überleben. Und irgendwann befand sich dann sein ganzer Tag, im wahrsten Sinne des Wortes, hier in der Grafik, im roten Bereich. Und ein lebendiges Dasein, also eine Zeit ohne dieses abstrakte Denken, wo einfach das natürlich funktionale Denken da war, die gab es gar nicht mehr. Und das Leben fand seitdem nicht mehr aus dem lebendigen, natürlichen Dasein heraus statt, sondern immer aus diesem abstrakten Denken heraus. Dass wir heute noch daran glauben, dass Denken wesentlich mehr Sicherheit gibt, das kennt jeder, wenn er mal ein Problem gehabt hat. Ein Problem bedeutet ja im Grunde genommen, auf einer bestimmten Ebene, unser Leben ist in Gefahr und dieses Problem muss gelöst werden, damit wir wieder in Sicherheit sind. Was machen wir dann? Wir fangen ganz angestrengt an, nachzudenken. Immer nach dem Motto, viel Nachdenken bringt viel Sicherheit. Und obwohl es ja in unserem Alltag
kaum Situationen, schon lange nicht mehr Situationen gibt, wo wirklich unser Überleben, das konkrete Überleben, also mit der Konsequenz sofortiger Tod, wo das konkrete Überleben wirklich gefährdet ist, benutzen wir das Werkzeug abstraktes Denken pausenlos, den ganzen Tag über. Und immer mehr und immer abstrakter und mit immer komplizierteren Konzepten. Künstlichen, vorgegebenen Konzepten, denen wir dann einfach durch die mechanistische Denkweise unbewusst ganz automatisch folgen und daran unser Leben ausrichten. Denn im Grunde genommen leben wir heute nicht aus dem lebendigen Dasein, sondern aus unserem Kopf heraus. Und das, obwohl es ja leicht ersichtlich völlig ineffektiv ist und zu immer mehr Problemen führt. Und zwar für den einzelnen Menschen, was man ja an jeder Ecke sehen kann, denn viele dieser heute immer mehr zunehmenden psychischen Krankheiten kommen schließlich aus dem Denken. Aber auch für die Gesamtheit der Menschheit. Denn wie im Kleinen, so im Großen. Das ist auch kein Wunder, weil dieses künstliche, mechanistische Denken ja nur eine scheinbare Sicherheit gibt. In einem ganz, 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 ganz begrenzten Bereich. Und dann auch immer noch auf völlige Starrheit, Unveränderbarkeit der Situation bezogen. Das hat aber mit einem lebendigen, natürlichen Leben nichts zu tun. Das ist dynamisch, das fließt, das verändert sich laufend. Und obwohl uns dieses mechanistische Denken scheinbar als mehr Sicherheit vorgaukelt, führt es in Wirklichkeit permanent zu einer latenten Verunsicherung und damit verbundenen Ängsten. Weil Leben eben Bewegung ist, fließt, sich permanent verändert, da ist es dann schon von der Logik her unlogisch zu versuchen, das mit irgendwelchen starren Konzepten zu handeln. Aber wir glauben eben, und das ist ein erlernter Glaubenssatz, dass uns Denken größere Sicherheit gibt und wenn wir einfach mal nicht denken, dass wir dann im Chaos der Disharmonie, also der Unordnung versinken. Aber stimmt das? Erinnere dich bitte einfach mal an eine Situation in deinem Leben, wo du nicht gedacht hast, sondern einfach nur da warst. Zum Beispiel, wenn du irgendwo auf einer Bank oder einer Wiese gesessen hast und hast einfach einen schönen Sonnenuntergang beobachtet. Bist einfach nur da gewesen, ganz in der Situation versunken, also einfach im lebendigen Dasein. War das chaotisch? War das disharmonisch? Oder hat sich das eher sehr harmonisch, fließend und eben gut angefühlt? Obwohl du mal nicht gedacht hast. Also wünsche ich dir für deine Zukunft mehr denkfreie Zeit und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.